Herzlich willkommen zu unserem Video zum Thema Fliegen. Ihr habt euch auch bestimmt alle schon mal gefragt, wie fliegt ein Flugzeug? Das erklären wir euch jetzt. Das Weiße in der Mitte ist ein Flügel. Wenn die Luft, also die blauen Pfeile, gegen den Flügel stoßen, wird die Luft gespalten. Die schnelle Luft geht oben her und die langsame unten. So entsteht ein Auftrieb. Hier zeigen wir euch ein Experiment zur Veranschaulichung des Bernoulli-Effekts. Wir nehmen einen handelsüblichen Föhn und einen Tischtennisball, welchen wir in den Luftstrom des Föhns tun. Der Ball wird gleichmäßig mit der Luft von allen Seiten umströmt. Wenn der Ball nicht mehr in der Mitte ist, wird er nicht mehr gleichmäßig von der Luft umströmt. Auf der Außenseite ist die Luft langsamer. Nun entsteht auf der Innenseite ein Unterdruck, weil die Luft schneller ist. Es passiert das gleiche wie beim Flügel. Der Ball bewegt sich zurück in die Mitte. Das ist das nächste Experiment zum Bernoulli-Effekt. Hierbei nehmen wir zwei Softdrinkdosen und einen Strohhalm. Wir legen die Dosen im Abstand von ca. 3 cm ineinander und tun den Strohhalm zwischen die Dosen. Ich puste in den Strohhalm und die Dosen bewegen sich aufeinander zu. Warum passiert das? Zwischen den beiden Dosen ist die schnelle Luft. Es entsteht wieder ein Unterdruck und deswegen bewegen sich die Dosen aufeinander zu. So Leute, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst doch bitte ein Like da. Falls ihr das mit dem Fliegen nicht verstanden habt, dann guckt euch nochmal die Experimente an und macht sie bei euch zu Hause nach. Tschüss!